wie funktioniert das? Caroline, die sitzt da bei der, sie wird diese Lieder erzeugen, also ja, das Geräusch, genau, und du musst es ja erhören. Ja, ich bin sonst immer diejenige, die so viel redet, und heute darf ich mal leise sein und zuhören. Ja. Ja, ihr könnt euch sehr ich kenne das so. Macht also euch bequem, wir haben hier diese 50 Musiktitel. Ihr könnt mehr, aber wir haben gesagt, wir schaffen nur 50 und wir wissen natürlich nicht, welche Musiktitel hinter welchen Klorollen verborgen sind. Und das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Heino und Juliane. Svenja. Jesus, Svenja. Aber bisher war ich prima, oder? Svenja, das ist mit den. Dabei sage ich immer, nehmt einen Zettel mit allen Namen, was steht drauf, Wetteinsatz, den hätte ich mir selber jetzt merken können. Svenja und Heino, euer Wetteinsatz bitte. Svenja Jung, ich weiß es auswendig. Du sagst. Ich habe einen Titel gewählt, wo ich mich schon verraten habe, weil ich habe gesagt, ich kenne den. Aber damit die Leute auch wissen, dass ich irgendwas mal kenne, nachdem ich Svenja versaubeutelt habe. Das kann, es ist okay, du musst dir so viele Namen merken in deinem ganzen Leben. Wer war übrigens Martina und wie hieß die andere nochmal? Caroline. Wer war Martina und Caroline? Martina war die, die gehört hat, und Caroline war die, die geputzt hat. Bist du sicher, ja? Ja, ganz sicher. Warum? Gut, weil ich nicht mehr weiß. Ich habe es nie gewusst, aber ich gehe jetzt mal. So. Also ihr müsst dann später Pulp Fiction tanzen, okay? Es ging ja bei der Besetzung dieser Sendung immer darum, wer kommt, wer kann kommen, wer möchte kommen. Und ich habe natürlich auch noch meine Wünsche gehabt. Ich habe gesagt, bitte, bitte nehmt jemanden, den ich kenne. Wie man ja gerade merkt, ist das auch wichtig. Und es wäre schön, wenn nicht alle Interpreten jünger wären als ich. Bei unserem nächsten Interpreten hat das ZDF eine Ziellandung hingelegt. Hier ist Udo Lindenberg. Komm!